Ja, meine Lieben, was muss ich sagen? Willkommen zu einem Live-Reaction, zu einem Nintendo Direct. Genau, ihr habt richtig gehört, zu einem Nintendo Direct. Ich kann es auch nicht glauben. Wer hätte das gedacht, dass sie das nochmal erleben? Ne? Ein Nintendo Direct. Ich glaube, das letzte Mal, dass Nintendo einen Nintendo Direct rausgehauen haben, war ja im Jahre 2019 oder so, September 2019. Ja, ist schon ziemlich lange her, seitdem wir das zuletzt gehabt haben. Ne? Seitdem haben die nur Trailers rausgehauen zu den einzelnen Spielen, was ich nicht so schön finde, wenn ich ehrlich bin. Aber ja, anscheinend starten die wieder mit Nintendo Direct. Wer hätte das gedacht? Ja, schön passend zum 35-jährigen Jubiläum zu Zelda, ne? Was ja diesen Sonntag, glaube ich, ist. Ne? Ja, alter Schwede, bin mal gespannt, ob die auch sowas wie Super Mario Direct machen werden. Ne? Vom letzten Jahr, das wäre cool. Aber vielleicht zeigen die das auch direkt hier, ne? Ich denke mal, kann man das hier sehen direkt? Ja, da steht es ja halt ungefähr 50 Minuten. Ja, voller Inhalte werden die zeigen, die so Spiele wie Super Smash Bros. Ultimate und halt Spiele, die an sich halt für Nintendo Switch rauskommen, in der ersten Jahreshälfte vom Jahre 2021. Also so steht es hier. Was geht? Also auf jeden Fall Super Smash Bros. Ultimate, wenn die das schon erwähnen, dann kriegen wir auf jeden Fall einen neuen Super Smash Bros. Charakter. Da bin ich mal gespannt, wer das sein wird. Ja. Ich habe mich nicht spoilern lassen, ne? Sonst wäre das ja vollkommen unnötig, das hier zu machen, die Live-Reaction. Ne? Ja, übrigens für alle, die sich wundern, wie man sich nicht spoilern lässt, ist es eigentlich relativ einfach. Müsst einfach das Internet ausschalten. Das war's halt. Oder wenn ihr halt nicht das Internet ausschalten wollt, ne? Dann, ja, dann schaltet ihr einfach die Benachrichtigung komplett aus zu allen möglichen Social-Media-Plattformen und fertig, aus, Ende. Ist ja jetzt nur für temporär halt, deswegen ist es jetzt nicht so schlimm, ne? Ja, könnt ihr dann entscheiden, wie ihr das selbst halt zukünftig für euch das auch machen wollt. Ne? So mache ich das ja für die Live-Reactions. Ja, also bisher erfolgreich mich nicht gespoilert lassen, da bin ich echt froh. Das wäre echt scheiße, wenn ich wüsste, wer zum Beispiel jetzt der neueste Charakter wäre oder weiß was ich, was für neuesten Games die noch zeigen würden. Das wäre voll scheiße, ja. Aber zum Glück ist es nicht der Fall. Ja, und ich meine allgemein, wir warten sowieso jetzt die ganze Zeit, bis es hier läuft. Ne? Und ja. Während wir warten, kann ich ja ein bisschen schon mal die meine Predictions sagen oder Dinge, die ich gerne sehen will. Ne? Ja, und ja, dann starten wir dann auch direkt. Ne? Im Hintergrund läuft es die ganze Zeit schon, wie ihr hier sehen könnt. Ne? Ja, und ich habe auch mein Gaming-Headset an, weil, ne, wie man hier schon lesen kann, ne, ungefähr 50 Minuten, da werden wir schon ziemlich lange da sitzen. Da hatte ich keine Lust, jetzt mit den AirPods so ziemlich lange hier rumzusitzen. Da lieber mit schön bequem mit dem Headset, weißt du? Ja. Gut, ja, dann fangen wir ja auch an mit meiner Predictions und dann, ja, wer weiß, vielleicht fängst du ja früher an, ne? Dann muss ich meine Predictions abbrechen und dann starten wir direkt durch. Mal gucken. So, also ja, hier steht ja schon Super Smash Bros. Ultimate, ne? Zeigen die als eines dieser Spiele. Also, wie ich schon erwähnt habe, wahrscheinlich ein neuer Smash Bros. Charakter. Die Sache ist natürlich wer, ne? Ja, und ich habe drei Charakters, die ich persönlich gerne sehen will. Zwei Wunschcharaktere, die ich, also ich persönlich sehen will. Und einer, wo ich echt froh wäre, wenn er dann halt kommen würde, weil das wäre dann ein Charakter, der halt einer meiner besten Freunde dann freuen würde, weißt du? Also sich freuen würde dafür. Und das wäre halt Sora von Kingdom Hearts, ne? Ich habe persönlich nicht jetzt nicht viel mit Kingdom Hearts zu tun, aber Alter, wenn Sora zu Super Smash Bros. Kommt, Alter, das wäre voll krass. Dann wäre auf jeden Fall einer meiner besten Freunde, würde sich ja richtig freuen darauf. Das wäre voll cool und ich würde es auch ziemlich cool finden. Ja. Genau. Dann jetzt die anderen zwei Wunschcharakter, die ich gerne zu Super Smash Bros. Ultimate sehen würde, wäre halt, ja. Also natürlich einmal Link, ne, von der Legend of Zelda Franchise. Würde auch dieses Jahr sogar perfekt passen, weißt du? 35-jähriges Jubiläum von der Legend of Zelda Franchise, weißt du, dieses Jahr. Und wenn die dann Link von der Legend of Zelda Franchise raushauen, weißt du, als Charakter, der kann auch komplett andere Moveset haben, ne? Wie zum Beispiel mit dem Feuerstab kann er ja kämpfen oder ja, allgemein halt mit Bombenpfeil, so wie ganz üblich, aber man kann zum Beispiel das verbinden, so wie Pfeil und Bomben. Kannst du da halt mischen, ne? Ist ja in Twilight Princess zum Beispiel möglich. Das wäre auch ziemlich cool, wenn die so eine Kombination machen würden. Halt, also, der Moveset-Potential ist halt unendlich bei Link. Also brauche ich mir da gar keine Sorgen zu machen, wenn er dann kommt, weißt du? Das wäre echt cool. Ja, weil halt den Link, den wir aktuell haben, ist ja von Breath of the Wild und der ist ja die schlechteste Repräsentation von Link in der Legend of Zelda Franchise. Deswegen,
Ja, den einzigen Link, den wir da haben, dann an sich wäre halt Young Link, aber come on, man, wir wollen den Erwachsenen Link auch mal spielen. Was soll das denn? Ist ja voll gemein. Ja, das wäre cool, wenn er halt kommt zum 35. Jubiläum. Ansonsten vielleicht irgendein anderer Zelda-Charakter kann ja auch kommen zu Super Smash Bros. Ultimate, würde ja halt auch passen, ne? Ich denke mal, sowas wie Impa wäre auch ziemlich cool. Ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt von Hyrule Warriors oder von Age of Calamity Impa nehmen, ne? Das sind ja zwei Impas, die komplett anders aussehen, ne? Ja, aber mal gucken, ne? Tja, und wer war der andere Wunsch? Achso, ja, genau. Ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet, aber ich bin mit Professor Layton aufgewachsen worden, ne? Deswegen, neben Zelda halt, deswegen würde ich es auch voll feiern, wenn halt Professor Layton halt als Charakter kommt. Das wäre voll komisch, aber auch ziemlich cool, auf, weißt du, das wäre so, ja, wie geil ist das denn? Der könnte dann so richtig krasse Rätsel durchziehen, weißt du, mitten im Kampf oder so. Und der kann ja eigentlich kämpfen mit dem Speer, hat man ja im zweiten Teil der Professor Layton-Reihe ja gesehen, mit der Professor Layton und die Pande der, nee, die Box der Pandora oder so hieß das. Ist schon so viele Jahre her, seitdem ich das Spiel gespielt habe. Aber ja. Ja, das wäre eigentlich alles zu Super Smash Bros. Ich weiß nicht, was sie sonst noch zeigen würden zu Ultimate, außer jetzt natürlich einen neuen Charakter. Ja. Gibt es irgendwelche beliebte Charakter, die vielleicht Wahrscheinlichkeit haben? Ja, sowas standardmäßig wie Master Chief oder, ja, wie noch, ja, Crash Bandicoot und was weiß ich, wer noch alles. Das ist alles natürlich schon gut, ne? Third Party und so. Würde natürlich auch ziemlich cool sein, aber für mich wäre es halt so, ja, schön und gut, habe zwar nicht viel mit den Characters in Verbindung, aber meinetwegen, ja. Na gut, ja. Vielleicht wird es ja eine lustige Überraschung sein, so wie mit Bios, weißt du? Oder wie mit Steve, erinnert ihr euch doch? Oh Mann, ey. Ja, gut, das wäre alles zu Super Smash Bros. Dann gehe ich nochmal ganz kurz rüber zu Zelda, weil das 35. Jubiläum steht ja schon fast an der Tür, weißt du? Ist ja gleich hier um die Ecke. Und ja, ich vermute mal, die zeigen auch hier wahrscheinlich was zu Zelda, weil wenn die hier schon 50 Minuten über alles Mögliche zeigen, dann wahrscheinlich auch über Zelda, wenn das 35. Jubiläum dieses Jahr ist, ne? Ich persönlich hoffe, dass sie natürlich sowas machen wie diese drei Zelda-Spiele in einem, so wie Super Mario das gemacht hat, ne? Mit Super Mario Galaxy, Sunshine und 64, ne? Wäre schön, wenn die das für Zelda auch machen würden. In so ein Dreier-Kombo würde ich halt gerne sowas wie, ja, also Zelda Twilight Princess natürlich einmal in dem einen Game, Zelda Skyward Sword wäre halt ziemlich cool und ja. Zelda Ocarina of Time halt. Diese drei Games in einem, das ist ja auch cool. Ich denke mal, Wind Waker kann man auch reinpacken anstatt Skyward Sword dann. Und dann Skyward Sword separat als ein Remake, aber ich bezweifle, dass sie ein Remake machen würden. Weißt du? Oder ein Remaster. Die fokussieren sich ja heutzutage sowieso alles um Breath of the Wild 2. Deswegen, ja. Apropos Breath of the Wild 2, also den Sequel von Breath of the Wild, bestimmt zeigen die das auch, ne? Den Sequel ist ja auch schon lange her, seitdem wir zuletzt Informationen bekommen haben. Ich glaube, das letzte war auch im Oktober, ne, wo die Age of Calamity gezeigt haben. Ne? Ja, ich glaube, dann werden die ja ein paar Informationen zum Sequel zeigen. Ich persönlich bin nicht hyped, weil es ja wahrscheinlich sowieso wird wie Breath of the Wild. Also, da kann man sich ja nicht freuen als ein Zelda-Fan. Aber hey, wer weiß, vielleicht überraschen die mich und dann kommen ja doch plötzlich ganz viele Dungeons zurück und ganz viele andere Zelda-Elemente, die halt man rausgeschmissen hat in Breath of the Wild. Das wäre cool, wenn die zurückkommen zum Sequel. Aber wenn ich so mir das Design anschaue und wenn ich mir Link an sich schon anschaue, da bezweifle ich. Aber wer weiß, vielleicht überraschen die uns ja. Ja, an sich so Remakes oder Remastered wäre halt cool, ne? Würde halt passen zum 35. Jubiläum von alten Zelda-Spielen. Also ich würde ja für ein Skyward Sword Remake oder Remastered extrem feiern, weißt du? Das ist schon 10 Jahre her oder so, seitdem das Spiel rauskommt. Also Dezember 2011, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ne? Da habe ich es ja auch angefangen zu spielen. Schon 10 Jahre her, alter Schwede. Ja, das wäre voll geil, aber ich weiß nicht. Jetzt, wo die sowieso alle in Breath of Wild Stimmung sind, da weiß ich nicht, ob die das dann zeigen. Naja, mal gucken. Vielleicht lassen wir uns einfach überraschen, ne? Ja, gut, das wäre eigentlich alles zu Zelda dann auch gewesen. Ja, na gut, das ist ja ein Livestream, deswegen seht ihr ja hinten eigentlich. Ja, hinten seht ihr eigentlich, dass es nur als ein Bild ist, aber tatsächlich ist es eigentlich ein Video die ganze Zeit. Ich habe ja nämlich das Livestream direkt vor mir. So, gut, dann fangen wir auch mit der Live-Reaction an. Ne? Soll ich jetzt vorspulen? Nee, ich spule nicht vor, weil was ist, wenn ich zu weit vorspule, dann spoilere ich mich selbst. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Einfach, ganz einfach. Für euch wird es nur ein paar Sekunden dauern, für mich wird es halt ein paar Minuten dauern. Ich werde es einfach so machen, dass, ja. Ihr braucht nichts zu tun. Ich warte einfach hier, bis es dann startet. Und wenn es halt startet, dann schneide ich das so ab, dass es halt direkt dann
beginnt für euch, ne? Ja, also in dem Sinne dann, ja, bis gleich dann, meine lieben Brosmusins, wie, während ich hier natürlich jetzt extrem lange warte. Nun denn. Oh, yo, meine lieben Brosmusins, wir starten hier direkt. Live-Reaction beginnt. Alter, habe ich lange gewartet. Oh Mann, aber egal. So. Okay, Covid-19 hatten wir ja gesehen, ne? Let's go. Da bin ich mal gespannt. Ihr startet halb ein. Let's go. So cool. Ja. So. Auf geht's. Was zeigen die jetzt? Not actual gameplay footage. Okay. Oh, guck mal. Xenoblade Chronicles 2 ist das, ne? Was geht? Bestimmt wieder neue DLC oder so für das. Okay. Bin überrascht, dass sie damit starten, aber okay. One day, Pyra just disappeared. Okay. Okay. Ich habe das Spiel nicht gespielt, aber für alle Xenoblade Chronicles Fans, ne? Die wissen bestimmt, was abgeht. Okay. Bestimmt DLC, alles klar. Okay. Na gut. Okay, Pyra ist einfach anscheinend verschwunden. Okay. Gut, dann alles klar. It was as if she vanished off the face of all rest. Okay. Without a trace. Where have you gone? Einfach mal verschwunden, ist klar. I'll find you, whatever it takes. Okay, in Xenoblade Chronicles 3, weißt du? Jetzt einfach mal so ein, keine Ahnung, Nachfolger raushauen oder keine Ahnung. This is where you were. Pyra! Ah, guck mal. Sorry, Rex. I couldn't tell you. Hm? Because... What? I got an invitation to join Snap! What? 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 Pyra? What? It's Super Smash Bros? Okay. Pyra? What? Just sit back and leave it to me, okay. Rex. Anstatt Rex kommt Pyra. For real? For real? What? Das kam ja voll unerwartet, okay. Okay. Pyra, okay. Alles klar. Okay, ziemlich cool, was geht? Ach, so ein, Alter! So ein Feuerschwert, einfach mal. Voll weg. Oh, okay. Ja, zerstör ihn! Oh. Okay, coole Animation auf jeden Fall. Was geht? Oh, Alter. Was geht? Oh, come on! Talk about a tight spot. Oh. Mithra? Let me handle this. Oh, what? Mithra ist auch dabei. Oh, let's go. Okay, voll krass. Oh, zerschnitzt. Oh, sehr gut. Oh, nice. Okay. Mithra auch? Okay. Ist das jetzt dieselbe Person dann? Oder Echo Fighter? Okay. Okay, was geht? Pyra und Mithra? Wer hätte das gedacht? Alle wollten Rex, weißt du, wenn schon. Jetzt kommt die andere Pyra. Gedacht. Okay, alles klar. Was geht? Oh, what? Okay, ein Schwert, das wie eine Pistole ist? Was zum? Alter. Was zum? Oh, Alter, voll zu schiss, okay. Was zum? Okay. Oh, okay. Alles klar. Also ist das so wie Zelda und Sheik damals in Super Smash Bros. Für die Wii U und so weiter. Okay. Okay, was geht? Voll cool. Alles klar, okay. Xenoblade Chronicles 2 Characters. Das ist dann wahrscheinlich dann die Stage. Was geht? Okay, voll cool. Was geht? Okay, kam ein bisschen überraschend. Aber alles klar. Okay, was für eine Überraschung, Alter. Okay. Okay. Oh, Fire Smash. Lass mal sehen. Okay, Wax, kommt dann. Was zum? Ah, okay. So ähnlich wie Ness. Nee, hä? Was zum? Oh! Okay. Okay. Okay, was geht? Wer hat das gedacht? Alles klar. Shark denkt sich so. Wer hat das gedacht? Okay. Mod out of boy, let's go. Okay, ist einfach cool. Okay. Okay, das ist ja voll geil. Alles klar, let's go. Okay, okay. Mein Respekt, Sakura. Wer hätte das gedacht? Xenoblade Chronicles 2.
Alles klar, okay. Wer hätte das gedacht? Wow. Okay. Also, jetzt wissen wir, wer der neue Smash-Charakter ist. Also, nichts von was ich predicted habe. Oh, Mann, ey, toll. Okay. Was geht? So sieht man sich auch wieder nach, was weiß ich, wie vielen Jahren? Also, September 2019. Ach ja, diese Partner-Showcase, oh Mann. We haven't been able to present a Nintendo Direct in this style for some time. Ja, genau, seht ihr? Hört ihr? Genau. Was geht? Okay. I'm happy to share this Nintendo Direct with you all today. Yo, let's go! Und denkt dran, wir werden hier 15 Minuten lang sitzen. Das wird ein Spaß. Also, holt euch Popcorn, Soda oder sonst noch was, ne? Und entspannt euch mal, alle. Ich weiß jetzt, okay. Also Pyro und Mythra sind jetzt ein Smash, aber trotzdem, was geht? Okay. Okay, cool. Was geht? Ich dachte, wenn die schon sowas rein, wenn die schon Wax und Pyro und Mythra reinbauen, dann halt Wax an sich, ne, mit den beiden, aber anscheinend nur die beiden. Okay. Oh, in March? Okay, alles klar. Also im März. Gut. Alright, let's continue with our first batch of Nintendo Switch headlines. Yo, let's go. Okay, müssen wir sehen. Was zum Fall Guys? Fall Guys für die Switch? Okay. Okay. Das war ein Hype letztes Jahr gewesen, ne? Fall Guys. Ist aber dann durch Among Us, ne? War es dann nicht mehr so Hype gewesen? Okay. Okay, cool. Warum nicht? Was geht? Fall Guys für die Switch, was geht? Voll cool. Nice. Gut zu wissen, dass es auch für die Switch gibt jetzt. Okay. Oder ist das jetzt DLC? Vielleicht gibt es das schon die ganze Zeit für die Switch und ich denke die ganze Zeit, dass... Yes. Okay, alles klar. Cool, also für alle Fall Guys Fans. Also, viel Spaß. Was geht? Voll cool. Okay. You have 22 minutes before the solar system is destroyed. Was denn? Okay, bestimmt irgend so ein Indie-Game. Ah ne, Outer Wilds, okay. Ist ein Indie-Game, aber trotzdem, was geht? Was geht? Outer Wilds? Aber kam das nicht schon raus, Outer Wilds? You have 22 minutes. After that, the sun will explode and the solar system will be annihilated. Damn, okay. However, also findet so in der Zukunft statt. Allowing you to continue exploring while retaining information you gathered. Okay. Sieht ziemlich cool aus, was geht. Also, naja, Grafik ist jetzt nicht die beste, wenn ich ehrlich bin, aber die Idee hinter dem Spiel ist schon sehr faszinierend, was geht. Okay. What messages will you discover? How can you prevent the sun from exploding? Why is the solar system trapped in an endless time loop? Okay, alles klar, cool. Find out when the critically acclaimed Outer Wilds launches on Nintendo Switch okay, summer 2021. Diesen Sommer, alles klar, gut. Put your sleuthing skills to the test in two classic murder mystery games. Irgend so ein Anime-Game, wieder. Oh, übrigens, wusstet ihr, dass R-Zero, weißt du? Also, dass eine Anime halt ne, als Spiel für die Switch rauskommt. Das haben die irgendwie im Januar veröffentlicht. Richtig krass, Alter. Hätte das gedacht, so richtig bekanntes Anime-Game für die Switch. Drama. Okay. Ja, und das ist, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt tatsächlich auch ein Anime-Game ist oder nicht, aber sieht sehr beeindruckend aus trotzdem, trotz alledem, wer hätte das gedacht. Cool. Okay. Richtig so live 2D, was geht? Was zum? Okay, der zweite Teil oder was zum? Was ist das jetzt? Voll nicht gruselig oder so, aber okay, was da gerade stand. You'll investigate okay. A supernatural rumor after a mysterious death to free students from a sinister nightmare. Interrogate suspects and hunt okay. For clues to piece together these chilling conundrums. Can you figure okay. Out who the culprit is before it's too late? Sehr interessante Artstyle, sowas hatte ich nicht, schon lange nicht mehr erlebt. So ein Spiel, das so alles so in 2D, also live 2D Images haben, weißt du? Uncover the deadly truth of Famicom Detective Club, The Missing Heir, and Famicom Detective Club, The Girl Who Stands Behind. Coming to okay. Nintendo Switch May 14th. 14. Mai, okay. Begin today on Nintendo eShop. Oh wow, okay. Also könnt ihr schon jetzt anfangen, vorzubestellen. Was geht? A new age of battles begins. Was zum? Okay. Was nun? Irgend so ein Krieg oder so? Oder was zum? Okay, was zum?
Okay. Dynasty Warriors? Einfach mal ein neues Dynasty Warriors Game? Okay. Alles klar. Okay. Das ist bevor Hyrule Warriors und Fire Emblem Warriors kam. Da waren die normalen Dynasty Warriors Games. Was ist das da hier? Was geht? Voll cool. Samurai Warriors 5? Okay, alles klar. Okay. Von der Dynasty Warriors Franchise, die Samurai Warriors? Okay. The latest entry in the Samurai Warriors Franchise is coming. Koei Tecmo, die gehen ab. Richtig krass, jetzt deren eigenen Game. Dive into the history of the Sengoku period, as the series now shines the spotlight on Nobunaga Oda and Mitsuhide. Alles klar, okay, cool. Also ich mag Various Kai Games, weiß nicht, ob ich mir das dann vielleicht mal hole, aber naja, mal gucken. Was geht, voll cool. In electrifying 1 versus 1000 battles. In Samurai Warriors 5, slashing its way onto Nintendo Switch. Summer, okay. Summer 2021. Cool. Okay. Was ist das denn? Okay. Gegen so ein Indie-Game wieder, aber okay, lass mal schauen. After 20 long years, Legend of Mana. Oh, Legend of Mana? Legend of Mana? Ist das nicht Secret of Mana? Oder sehe ich das jetzt falsch? Okay, egal. You'll set off on a journey to find the mystical mana tree seen in a dream. Artstyle richtig cool. Er hat mich an die SNES-Zeit. Mensch. During your travels, you'll acquire special items called artifacts. Okay. Place them on the map to bring towns, dungeons, and other lands to life. Mm-hmm. It's up to you on when and where to place artifacts, okay, as well as how to advance the story. Okay. Join forces with characters, each on their own personal quests. Square off against fearsome monsters. Das für alle Secret of Mana Fans, bitte schön, viel Spaß. Okay. The music has been rearranged for this enhanced version. Okay. And you can alternate between the new arrangement and the original. Oh, also ist das ein Remaster oder Remake? Okay. Habe ich schon gedacht, weil wegen der Grafik, ne, an sich. Bin ich schon so wohl. Was? Heutzutage solche Games in dieser Grafik? Hab zwar nichts dagegen, aber ist ein bisschen ungewöhnlich, ne? Und heutzutage eh alles in 3D ist, aber okay, cool. Was geht? Was ist das jetzt? Ah, Monster Hunter oder wie, oder? Ist das Monster Hunter? Capcom? Ja, okay, ist Monster Hunter. Okay, gut. Also das neueste Monster Hunter Game für alle Monster Hunter Fans, bitteschön, was geht? Eigentlich ist es ja cool, ne? Ist ja ein Bossfight nach dem anderen, weißt du, immer wieder gegen die ganzen Monsters und so. Cooles Konzept, aber wenn es hauptsächlich so ist, ist das jetzt dann nicht so meins, weißt du? Aber für alle anderen, was geht, voll cool. Für alle, die das mögen, voll geil. Okay. Okay. Ein neues Monster Hunter Game dann ansprechen. Ich glaube, die haben das schon mal gezeigt, ne? Monster Hunter Game. Das ist so ein Partner-Showcase, aber schon lange her. Aber, ja. Da haben die das, glaube ich, zum ersten Mal gezeigt. Aber ich glaube, noch nie wirklich Gameplay, ne? Das ist das erste Mal, dass wir Gameplay hier sehen. Elder, I have important news. So it's finally beginning. Go assemble the villagers. 50 years ago, Kamura Village was attacked by the Rampage and Magnum Malo. And we suffered some devastating. Übrigens, da fällt mir gerade ein, ich hoffe, dass wir neben Zelda News, falls sie das überhaupt hier noch zeigen, auch Fire Emblem News zeigen. Das ist ja auch lustig. Ist ja das 30-jährige Jubiläum letztens gewesen. Ja, mal gucken. Jetzt, wo ich hier so die ganzen Drachen und Monster sehe, ne, fällt mir gerade besser rein. Auf geht's! Was so, was? Ein Monster gegen den anderen? Okay, kannst du ein Monster so gesehen kontrollieren? Habt ihr das gesehen? Okay. Okay. The Rampage. How long do you think it's going to last? Auf geht's, viel Spaß. Monster Hunter Wise, huh? Okay. Okay, cool. Was geht? Hinoa, we should start preparations right away. We're here to offer assistance. Okay. We must stop the calamity. Mhm. Okay. 26. März kommt's raus. Okay, alles klar. Oh, kann man sogar vorbestellen. Alles klar. Oh, wow, das ist ja cool. Richtige Gaming Bundle mit. Oh, guck mal hier, Pro Controller. Ich hoffe, die machen das für Zelda dann auch, wenn ihr das überhaupt zeigt. Aber yo, was geht? Voll krass. Ich hoffe, die machen mehr von diesen
Nintendo Switch Boxes, also die ganzen Sides, das ist ja cool. Das haben die irgendwie im ersten Jahr vollkommen verpasst und nicht gemacht. Das ist unglaublich. Ich glaube, die haben nur für sowas Smash Bros. Sowas gemacht. Okay, was jetzt? Oh! Mario Golf? What? Neues Mario Golf? Okay. Das letzte war ja für Nintendo 3DS, glaube ich, gewesen. Mario Golf Super Rush. Aber für die Konsole war, glaube ich, das letzte Mal auf GameCube, ne? Alter, was geht, voll cool. Ja, nice, was geht? Das kann mich überraschen. Das war Mario Golf Game. So, was war das? Grafik ist natürlich voll geil, was geht? Okay, cool. Alles klar. Use features on the greens, like a shock gauge. Okay. See how your shot jetzt wurden die ganzen Sports Mario Games für die Switch raushauen. Na, einmal für Mario Tennis Aces, ne? Also das Tennis Game und jetzt die Golf. Ich hoffe, die machen noch Strikers. Dieses Fußball Game von Mario, das wäre voll geil. Das würde ich auch extrem feiern. Das ist das Einzige, was noch fehlt. Achso. Oh, guck mal, so wie auf der Wii damals. Diesen Wii Sports, da konntest du auch über Wii Golf dich so bewegen. Aber cool, dass sie das hier rein implementiert haben. Richtig geil. Motion Controls, okay, richtig cool. Was zum? Okay. Könnt ihr einfach mal her... Was? Hä, was? Die können den nur her... Speed Golf? Die können herumlaufen? Okay. Oh, was zum? Okay, da kannst du direkt rennen hinterher. Früher Ball, hast du nicht gerannt. Bis dahin, das war immer automatisch. Oh, Superstar, Alter! Okay, alles klar, okay. Da bin ich mal gespannt auf das Gameplay, wenn es dann so weit wird. Okay, what Story Mode? Me-Characters for aber ich glaube, in den Game Boy Advance gab es da auch so neue NPC-Characters, die mal spielbar waren. Was zum? Wario ist Cowboy? Die Outfits, seht ihr das? Das war ja voll witzig, habe ich ja nicht erwartet. Okay, 25. Juni, alles klar. Was geht? Wird die cool? Alles klar. The latest game in the Mario Golf series adds new gameplay for multiplayer modes. Cool. As well as the familiar golf gameplay with easy to learn controls. Neues Mario Golf Game für die Switch. Was geht? Braucht man jetzt nicht mehr die 3DS-Version zu spielen oder die GameCube-Version für die Konsolen? To more Nintendo Switch headlines. Auf geht's, okay. Check out these games coming to Nintendo Switch. Okay, was jetzt? Return to the unforgiving world of Pandora in Tales from the Borderlands. What? Play as the Hyperion lackey Reese and the quick-witted con artist Fiona. Is it Wolfenstein? Also die Grafik erinnert mich an Wolfenstein ein bisschen. This game includes all five episodes filled with classic Borderlands humor. Ja, okay. Gangsters, Bandit Lords, ich glaube, Borderlands an sich hätte auch so einen Arzt-Ding. Okay. Embark on a nicht wild schlecht. Ride when Tales from the Borderlands launches on Nintendo Switch, March 24. Okay, alles klar. 32 of Capcom's most beloved arcade classics are coming to Nintendo Switch. Rewind gameplay, also, adjust game speed okay, and difficulty, and some select arcade from a games. Variety of display options to relive that sweet arcade goodness. Okay. Get 1943 The Battle of Midway for free, then purchase game packs or the standalone Ghosts and Goblins add-on. Oh boy, das ist aber ein richtig alt. Local co-op play. Oh, guck mal, Switch Rider 2, das Original. Scratch that nostalgic okay. Itch when Capcom Arcade Stadium alles klar, launches cool. Later today. Was geht? Oh, later today? Oh, okay. Brains. Was as a zombie, you just can't get enough. What? In this was action game this? From Aspyre, you'll build your zombie oh horde God, and take Grafik. Revenge on the city by oh turning God, humans Grafik. Into this your is undead shit. Allies. Oh, okay. Replenish your bodily arsenal, vielleicht ist das Gameplay dann wenigstens head, interessant. Grenades and more during your grisly mission. Naja. This city ain't no match for a dead man. Stubbs the zombie and Rebel Without a Pulse eats its way onto Nintendo okay. Switch March 16th. Pre-orders begin today. Naja, Grafik ist jetzt nicht so der schönste, aber wem's gefällt, bitteschön. Muss ja nicht die ganze Zeit um die Grafik handeln. Ne? It's Travis oh, guck mal. Touchdown versus Assassins. Was zum? Wait, Aliens? In Aliens? Was zum? Ein neues Travis Touchdown Game, oder wie? Hold up, is this even the right game?
Anyway, was? After annihilating an entire city, style? Okay. The aliens have taken over and now host okay, also das war's, superhero ranking tournament. No More Heroes game, alles klar, voll cool. As the crass beam katana wielding assassin Travis Touchdown. Früher waren diese Games nur auf der Wii, zuletzt, und jetzt sind die alle für die Switch. Hey, 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 not so fast. To enter each boss fight, you'll have to do some odd jobs around town and earn enough to pay off the entry fee. You'll then face off against a slew of unusual opponents. Most of them aliens, with some crazy tricks up their sleeves. The gesamte game is unusual, wenn du mich fragst. Study their tactics carefully to gain the upper hand in combat. With a new and improved death glove, you'll have access to a variety of deadly skills that can be customized and upgraded before each match. The fate of the world is at stake. So get ready to kick some, whatever aliens have that you can kick. Anyway, it'll all make sense when No More Heroes 3 lands on Earth. Or, you know, Nintendo Switch, August 27th. 27. August. Okay, gut, alles klar. Wissen wir Bescheid. Exterminate demons in heaven. What? What? Was ist das jetzt? So below. Why do they need assassins in heaven? To do someone's dirty work. What? Demons in heaven? What? Okay. Alles klar. So kann man auf jeden Fall die Aufmerksamkeit bekommen. Was geht? Was geht? Krass halt. Aha. It's kill or be killed. You won't last okay. long if you can't rely on yourself. Mhm. Okay, also so ein First-Person-Shooter ist das jetzt, what? Neon White. Okay, alles klar. Uncover Heaven's Mysteries in Neon White. Diesen Winter. Coming to Nintendo okay, Switch, Winter 2021. Also, im Dezember oder so, ne? The DC okay. Superhero Girls are here to save the day. What? Hi, everyone. My name's Barbara Gordon. AKA Batgirl. I'm always inventing new gadgets to fight crime, like my batarangs and backup. Das sieht aus wie ein Kids Game, Alter, ganz ehrlich, was zum Teufel. She's super strong and has heat vision. Das sieht aus, als ob das ein Spiel ist exakt für Kids gedacht, aber nicht für uns. Okay, was soll das denn jetzt? Wields the lasso of truth. Along with our friends Green Lantern, Bumblebee and Zatanna, we fight evil supervillains to keep our city safe. Also anstatt männliche Superheroes, Females, in Cartoon-Style. Da war Harley Quinn gerade da, habe ich gerade gesehen. Oh mein Gott. Oh mein. Okay. Das ist auf jeden Fall nichts für mich, wenn ihr das nicht erraten könnt, aber ja. No one could have seen it coming, but when justice calls, you can count on us to answer no matter what. Das ist wirklich awesome, Kids Game. No one figures out our secret identities. Okay, was war das? DC Superhero Girls, Team Power, heroically source onto Nintendo Switch, uh-huh. June 4th. Gut. Der Juni. Ready the juice cannons and prepare for battle. What? What is that? What was is this? What's some? Was ist das jetzt hier? Okay, irgend so ein Zombie? Oder nicht? Oder was zum? Oh! Okay, Plants vs. Zombie. Alles klar. Okay, in 3D. Klar. Ich kenne das PC-Game Plants vs. Zombie. In 2D halt noch, wo das war. Nicht in 3D, das ist neu. Okay. Wo war das? Gab's das nicht schon vor ein paar Jahren? Ich glaube, das ist das erste Mal, dass es für die Switch kommt. Ne? Okay. Okay, was geht? Aha. Okay, was geht? Cool. Endlich ein bisschen an Splatoon mit dem Gruppe gegen Gruppe Team. Team Battle und sowas halt, ne? Okay. Was geht? Cool, das ist jetzt auch für die Switch kommt. Complete Edition sogar, okay. Diesen März, okay, können wir sogar vorbestellen, alles klar.
Preis ohne Schön. Was zum? Ist das Metopia? What? Das war doch für ein 3D zuletzt. Ist ja voll krass, okay. Das ist ja witzig. Okay. Hey, ist ja voll geil. Okay, ja, ja, ich kenne das vom 3DS, ist ja voll geil. Was eine lustige Überraschung, Metopia. Wer hätte das gedacht? Ist ja voll witzig. Hätte ich nicht erwartet für die Switch. Okay. Metopia. Schaffen die das auch, Tomodachi für die Switch dann zu bringen? Das ist ja auch voll geil. Jetzt, wo die halt Metopia reinbringen. Das ist ja auch voll cool, wenn die dann... Was geht? In the world of Metopia, voll cool. Relationships are key. Metopia, wie hab ich das gedacht? Ich dachte, das wäre ein 3DS-exklusives Game, weißt du, und nicht irgendwie na, für die Switch und so. Okay, das ist ja was. Ah, Mensch. If your relationship's sour, though, things might take a turn for the worse. Yeah. Whoa, you can have a horse as an ally? That sounds pretty darn good. Ja, so wie damals in den Zelda-Games, ne? Heutzutage ist er nur sehr zufällige Pferde, nicht Epona, voll dumm. Okay, cool. Okay, cool. Alles klar, das ist eine lustige Überraschung. Kann man auch vorbestellen, Alter, wie viel man heutzutage vorbestellen kann, das geht. Richtig krass. Ja, cool. Was zum? Achso, ich dachte irgendwie jetzt ein Crossover. Okay. Okay, alles klar, was geht? Cool. Alles klar. Familiar items like the super mushroom and the question block can be ordered in game. Kann mich als Mario dann verkleiden, auf Spaß. So place them however and wherever you'd like. Ja, Fabio, you can also place two warp pipes. Ist aber witzig. Okay, und was? Was zum? Okay. Then use them to travel between locations on your island. Hey, ist ja voll geil. Hey, why not try recreating the Mushroom Kingdom? Ist ja voll cool. Ja, Peach macht Selfies, ist klar. A free update for the game launches February 25th. Okay, cool, was geht? After downloading it, Super Mario Brothers items will be available via Nook Shopping starting March 1st. Alles klar, kann man sogar kaufen, direkt. Okay, cool. Keep an eye on the official Animal Crossing Twitter account for the latest information. Cool. Also alles mögliche rund um Mario. Wie in Animal Crossing, was geht, voll cool. We hope you continue enjoying life on your island. Oh, ist sogar direkt draußen, na gut. Ah, okay, alles klar. 25. Februar kommt das Update, das Spiel ist schon draußen. Will be released as part of the Super Mario Brothers 35th Anniversary Events. Please wait a bit longer for their release. Speaking of which, last week, we had the global launch of the Super Mario 3D World plus Bowser's Fury. Ich hab's mir nicht geholt, weil es für mich dasselbe Game ist. Ich hab das schon für die Wii U gespielt. Aber okay, für alle anderen. Glückwunsch, richtig cool. Next, we have another game to show you. Another game? Okay, bestimmt ein neues Mario Game oder was weiß ich. Achso. So eine Waage. To each their own convictions. Those who value virtue of morality, okay. Those who respect the liberty. Okay, Artstyle erinnert mich direkt schon an Octopath Traveler, aber ich weiß nicht, ob es das ist. Okay. Oder was ist das? The latest in the HD 2D. He leaves us no recourse. Sword. Ah ja, okay, seht ihr. Ein Octopath Traveler Style Game. Are these the wages of loyalty? Okay, vielleicht ist es DLC. Raised Earth and okay, cool. Jetzt für alle, die Octopath Traveler gespielt haben, ne? Bitte schön, das wäre was für euch. Okay. You are a leader and must be the beacon others look to when the night is darkest. Together with these fields, today you burn. I promise to do all in my power to see us through this safely, every last one of us. Okay. Project Triangle Strategy. Far, far away lies the continent of Norzilia, comprised of three nations and limited deposits of salt and iron. The constant feuds among the nations over these precious resources eventually ignited into a great conflict known as the Salt-Iron War.
Though the hostilities ceased with an uneasy truce, decades later, the flames of war threatened to engulf the realm once again. Da hat aber der Krieger wegen etwas anderem begonnen, aber okay. Caught in a tangled, fiery web of plots and conspiracies, a brave group from Glenbrook fights to save their kingdom from the powers that would orchestrate their downfall. Okay. Our benefit, you say? Alles klar. Damn. In this new tactical RPG, battles take place on terrain with different elevations. A character's attack range is determined by their location and their equipped weapon. Ja, machen die einen auf Fire Emblem nach. Okay. By attacking from higher ground with long-range weapons such as bows and arrows, thus your forces can use the terrain and other elements to gain the upper hand. Okay, also an enemy flank is susceptible not only to your initial attack, but also a powerful blow from the ally positioned behind the enemy. What have we here? Okay. Charge into an enemy to send them flying into position for a follow-up attack. We will link attacks together by first casting ice magic on the flames to create water terrain. Then electrify the area with lightning magic. It is of utmost importance. Also Elemente kann man reinbauen in den Battle System. Nicht schlecht, das ist ja cool. Oh, das ist auch cool. Throughout the story, you will be faced with making important decisions in a variety of situations. Utility, morality, liberty. Collectively, your decisions will establish your conviction, affecting how the story unfolds and who will join the cause. Zählt, ist klar. Okay. Once more, I would ask you plainly. Do we or don't we relinquish Prince Roland to Estrost? Critical decisions that may determine the fates of nations are settled by vote on the scales of conviction. Use information you've gathered to sway allies toward your favored cause. The story will significantly change based on how the votes are cast. So they refuse to relinquish him to us. Lies! His hand was forced! As more and more critical decisions are made, your journey may take you down paths divergent from those of other players. You will see what true might is. Okay. Project Triangle Project Strategy, Triangle. A brand new tactical RPG from Square Enix, will launch in 2022. Please be on the lookout for more information in the future. After this presentation, a demo version of this game will be available to download on Nintendo eShop. Okay, in dem kann man sich schon runterladen. Das geht. Kann man schon runterladen. We look forward to hearing your responses. Das ist bestimmt so ähnlich wie Octopath Traveler. Ich glaube nur das Battle System ist ein bisschen anders. To future updates on this brand new tactical RPG from Square Enix. Okay, let's see a few more Nintendo Switch headlines. Okay, okay. Calling all hunters. Do you have what it takes? Awesome. Okay. Was ist das jetzt hier? Awesome. Was zum habe ich da gerade irgendwie von Star Wars jemanden gesehen? Ja, okay, ist irgendein Star Wars Game. Okay, gut. Star Wars Hunters. Alles klar, okay. Star Wars Hunters is a competitive, free-to-play online game set between episodes 6 and 7. For Star Wars fans, that's what I'm going to say, that's cool. Alright, let's do this. Alright, Sal. Okay. Do I look at you or the camera? Knockout City interviews, take one. We all play for different reasons. What? What is this? Gorgon love battle. Gorgon used many weapons. Triple-bladed war axe, spear of misery, what is this? What is this? A princess is supposed to lead her people, not stuck up in some tower waiting for a hero. In my line of work, bullets are constantly whizzing past you. Flaming longsword, blade of doom. Just once. Was ist das denn jetzt hier? I'd like to catch one of them bullets. You know, with my hands. With this crown, I'm gonna lead my team to victory and kick some serious ass! Look, it's simple. Gorgon want new weapon! In Knockout City, I'm like a kung fu master. I can catch bullets!
Okay. Hä? Das ist nicht Volleyball, das ist irgendwie Brennball, ne? Ist das nicht brennballmäßiges Game? Was so? Okay, was geht? Ist ja voll geil. Ein brennballmäßiges Game. Ist ja voll cool. Okay. They may have won the battle, okay, but not the war. Hey, can we redesign our characters? Not a team if you're not wearing a uniform. Ich find's witzig, dass irgendwie Videospielcharaktere, ne? Diese Spiele spielen. So. Okay. Interview's over. Come on, man, one more game. Das ist ja wohl witzig. Okay. Ob wir das eines Tages mal erleben, ob Mario oder Link halt auch mal interviewt werden. Ein Videospiel spielen, das ist ja witzig. Okay, was geht, voll cool. The fight for survival starts now. Aha. Hang on tight, cause you're all going to play a little game of fate for me. From the creators of the Danganronpa and Zero Escape series comes a fight. Oh, Danganronpa ist aber richtig klasse Franchise. Disoriented and trapped in an underwater theme park. Okay. The 12 of you, known as the Go-Getters Club, okay, now survive this game of fate at all costs. Sorry to scare you all, but the game is cancelled! The game is suddenly called off. You escape the theme park and get a glimpse of Japan, but everyone's vanished. Set off on a captivating journey across the country that blends side-scrolling action with suspenseful narrative. Be the one behind the whole game of fate! As you make your way back home to Tokyo, you'll alternate between working solo and teaming up with the group to overcome challenges and monsters that stand in your way. What awaits you all at the end of your journey? The battle for survival begins in World's End Club, venturing onto Nintendo Switch, May 28th. World's End Club? Okay. Alles klar. Wield the powers of Olympus. Oh, Hades, okay. Release of Hades. A physical release, okay, das war nur digital dungeon crawler and recipient of multiple Game of the Year awards. Okay, Hades kann man jetzt auch physisch erwerben. Das geht für cool. This version comes with a couple of extras to assist you on your journey out of the underworld. The first is a PC download code for the Hades original soundtrack. It's packed with 2.5 hours of blood-pumping music composed by Darren Korb, known for his work on previous Supergiant titles like Transistor and Bastion. The second is a 32-page full-color character compendium featuring portraits of the game's vibrant cast of gods, ghosts, and monsters, all by Supergiant's art director, Ein Spiel physisch, weißt du? Let's not forget the game itself. Und dann kriegst du all diese ganzen Bonusse da mit zusätzlich da drin. Das wäre auch voll geil. Oh. Anstatt nur dem Spiel noch zusätzlich, das ist ja voll geil. Ich glaube, Indie-Entwickler machen das sowieso standardmäßig, aber stell dir mal vor, Triple A Games würden das auch machen. Das ist auch voll geil. Collection. Ninja Gaiden Sigma. Oh, what? Ninja Gaiden? Yo! Es ist lange her, seitdem ich was Ninja Gaiden-mäßiges gesehen habe. Hättest du das gedacht? Was geht? Boah, das auf den NES war das so brutal schwer. You are the legendary ninja Ryu Hayabusa, fighting against a great evil with battle skills that are second to none. Wield an arsenal of killer weapons. Sehr schwieriges Game. With different set of lethal skills, okay, for cool. Along with ruthless ninjutsu to swiftly take down enemies. Also für die halt eine Challenge wollen, ne? Wollte ich unbedingt dann die Ninja Gaiden Games. Team up with other super ninjas in your quest to fulfill your destiny. Okay. All previous downloadable content, including costumes and game modes, are included. Revel in the intensity of Ninja Gaiden in one dynamic collection. Okay. Ninja Gaiden Master Collection slices its way onto Nintendo Switch, summer 2021. Okay. Summer 2021. Oh! More battles. More battles? Oh, ich hoffe, ich spoilere mir nicht zu viel. Ist das ein bisschen blöd? Aber okay, mal gucken. Okay. Ich hoffe, die Spoiler nicht zu viel. Das ist ein bisschen gemein. Aber mal gucken. Ist ja jetzt auch egal.
Wir wissen ja, was passiert ist. Ne. Und was ist denn jetzt? Okay. Ja, und? Expansion? Oh, I see you call it Tecmo Expansion Pass. Expanded Wars, da sehe ich ja. Wave 1. Pre-Orders beginnen. Okay, okay. Also DLC so gesehen. Was geht? Richtig cool. Was geht? Dann ist ja erst recht ein Grund, das durchzuspielen. Oh, aber ich weiß nicht, ob ich das DLC euch dann auch noch zeige. Ne? Wir spielen das Main Game durch und dann DLC. So, so. Cool. I see you, Koi Tecmo. I see you. Ne? Was geht? Richtig cool. Veterans and newcomers to the series can enjoy this brand new story on February 26th. War gerade vollkommen abwesend. Okay. A new trailer for Bravely Default 2 will be revealed following this presentation. Okay. The game can be pre-ordered on Nintendo eShop. An updated demo is also available. Okay, gut. The latest installment in the legendary Ghosts and Goblins series comes to life as the brave knight Arthur. Ist das ein Remake oder Remaster? Ist ja voll krass. Das ist komplett neues Game. Stages within the Demon Realm. Super cool. Play is also available for the first time. Das help Arthur in his quest with one of three supporting characters. Cool. Barry for defense, Carrie for transportation, or Archie for bridges. Ghosts and Goblins Resurrection launches February 25th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Okay, was geht für cool. Was geht? Eight protagonists. Was ist das? Eight captivating journeys. Wieder Saga von Square Frontier Enix. Has been remastered for Nintendo okay. Switch. Travel through a stunning sci-fi world with their own stories. With the addition of the playable protagonist Fuse, new gameplay features, exhilarating battles, and a new scenario for the protagonist Acellus, Saga Frontier Remastered is an adventure not to be missed. The game launches April 15th. Apex Legends is storming onto the Nintendo Switch system. Okay. This free-to-play battle royale features a growing roster of powerful contenders. Okay, bitte schön für alle first-person shooter fans. Bitte schön, das ist was für euch. All players on Nintendo Switch can get an all-new legendary Pathfinder. Oh, warum kommt so viele first-person shooter games, aber kein Call of Duty für die Switch? Das macht irgendwie ziemlich ganz komisch. Vielleicht ist es nur exklusiv für PlayStation. When Apex Legends enters the fray, March 9th. Okay, cool. How's it going so far? Ja, ganz gut. There's still a little bit more to show you in today's Nintendo Direct. Okay. So we hope you'll stick with us. Next, please take a look at this. At this. Okay, dann lass mal sehen. Oh, okay. I'm Eiji Aonuma. Hi, Eiji Aonuma. Das kam überraschend. Was geht? I'm sure a lot of you saw me and thought there might be news about the sequel to The Legend of Zelda: Breath of the Wild game. Auf geht's. Unfortunately, we don't have anything to share right now. Toll. We apologize. Gut, okay, development gut. is proceeding smoothly, and we should okay. be able to bring you some new information this year. Okay, for nun, now, wenigstens. We'll have to ask you to wait just a bit longer. Okay, nun, wenn das so ist. Ist alles, was du sagst? While you're waiting, however, this Legend of Zelda game will be coming to Nintendo Switch. Oh, what? Please take a look. Hold up, welches Zelda game? Da bin ich jetzt mal gespannt. Hold up. Oh, oh, warte. Wolken? Skyward Sword? No way! What? Skyward Sword HD? Yo! No way! Skyward Sword! Skyward Sword wie das Switch! Holy shit! Yes! Let's go! Voll geil! Hell yeah! Oh! Voll geil! Endlich! Voll cool! Boah, ist ja voll geil! Feier ich extrem! Hab das 100% durchgespielt. Mit bei euch kennt die Stelle. Oh, wie geil. Yo, der Boss noch. Yo, ich erinnere mich. Voll geil. Und gehe ich ihm genau. Alter. Hell yeah, let's go. Legend of Zelda Skyward Sword HD. Yes, let's go. Voll geil. Voll cool. Oh, Gato Saimas. Das war ja voll geil. Skyward Sword HD, endlich mal was Gutes für die Zelda-Franchise bekommen, mal nach all den Jahren. Hell yeah, ist ja voll geil. Nice. Genau, mit dem... Ja, ich erinnere mich, genau. Das ist bestimmt mit dem, Controller, ihr wisst schon. Ich habe schon den Namen vergessen. Ja. Richtig krass. Created the controls for the sword and the shield here by having mit den Joy-Cons, genau. Two Joy-Con controllers. Ey, I see you, I see you. The Joy-Con the Joma, controller genau. in the right hand is the sword. Ja, genauso wie auf der, mit der Wii-Fernbedienung, richtig cool. Voll geil.
Nice. Das war das allererste Mal, dass du das Gefühl hattest, dass du Link warst, weil halt jedes Mal, wenn du halt du bewegst hast, ne, deine Wii-Fernbedienung, hat Link das genauso getan. Richtig cool. Das war mindblowing damals vor 10 Jahren, Alter. Heutzutage ist natürlich nichts Besonderes, wenn man sieht, wie alle Breath of the Wild-Fans sind, aber damals, das war voll geil, Alter. Richtig cool. Nice, Alter. Janu, my CEO. Okay. We decided to apply the sword motions to tilting the right control stick. Okay. Okay. Oh, okay. Also, mit Buttons kannst du dann auch kämpfen? Okay. Haben die optional gemacht, okay. Weil ich habe gehört, da gab es sehr viel Kritik zu Skyward Sword, dass irgendwie Motion Controls, weil alle zu faul waren, ihre Hand zu schwingen wie die Wii-Fernbedienung. Und irgendwie Probleme hatten. Ja, ich hatte keine Probleme, deswegen habe ich nie verstanden, diesen Kritikpunkt. Oh, look at that. Das sieht ja geil aus. Nice. I see you. Voll geil. Ja, das ist das allererste Game in der Timeline. Voll geil. Oh, ist mein zweiter Lieblings-Zelda-Game of all time, Skyward Sword. Voll geil. Und those playing it for the first time will enjoy discovering the origins of the Legend of Zelda. Ja, dann viel Spaß, ne, für alle, die es verpasst haben auf der Wii. Legend of Zelda, Skyward Sword HD. 16. Juli, alles klar. Let's go. Nice. Alles klar. Let's go. Voll cool. Mhm. And the specially designed Joy-Con du weißt ganz genau, was danach getan wird. Ich will mir das vorbestellen, als alles wird vorbestellt, auf jeden Fall. Kein Zweifel. Even the concept of collecting items to upgrade gear. Und? I hope those of you who've played The Legend of Zelda hat's noch Sinn gemacht. Give this game a try as well. Ja, ich bezweifle, dass das sind Breath of the Wild Fans, die hassen alles, wenn es Zelda geht. Naja, mal gucken. Vielleicht lass uns positiv überraschen. Voll cool. Alles klar, voll geil. Richtig cool. Feier ich extrem. Well. What did you think? Nice, okay. The Legend of Zelda Skyward Sword. Haben wir doch immerhin etwas zu Zelda bekommen. Hätte ich nicht erwartet, überhaupt Zelda-Nachrichten zu bekommen, wenn schon dann über den Sequel, aber Skyward Sword Remastered, let's go in HD. Please take a look at this. Oh, okay. Okay, auf geht's, dann lass mal sehen. Not actual gameplay footage, okay. Was so? Okay, was ist das jetzt? Oh, Splatoon? Okay. Ja, bestimmt irgendwie ist DLC oder keine Ahnung. Oder ein neues Splatoon-Game. Nee, das ist doch zu früh für ein neues Splatoon-Game, oder? So. Okay, du kannst customizen. Das machst du eigentlich immer am Anfang eines Splatoon-Games. Also, vielleicht ist es doch ein neues Splatoon-Game. Was so? Buddies too. Achso. What? Okay. Was geht hier vor sich? Guck mal, der Eiffel Tower irgendwie, also auf den Kopf umgedreht. So. Okay. Hier so alles so voll düster und verlassen, weißt du? Wüste ist so. Okay. So. Was geht hier von sich? Neues Platoon geben oder wie? Oh nein. Ja, wir alle warten hier, ne? Das ist ja. Unglaublich, okay. Kriegen wir auch mal Gameplay zu sehen oder? Was ist denn? Achso, war das gerade ein Flugzeug? Okay. Okay. Splatoon 3, okay, alles klar. Neues Splatoon-Game.
was geht. Nice. Achso. In der Luft. Hold up, lass mal sehen, was geht hier vor. Ey, die Musik, let's go. Achso, mit Bogenschützen habe ich das gerade richtig gesehen. Das ist voll geil. Also neue Waffen, Alter. Okay. Okay, in das Splatoon Game, alles klar. Okay. Achso. Okay. Okay, cool. Back into the ink. What? 2022, also nächstes Jahr. Okay, gut, alles klar. Das war eine lustige Überraschung. Neues Splatoon Game. Noch was, oder? Erstmal hier Schwarzbildschirm, erstmal ist klar. What you've just seen is the latest installment in the Splatoon series, Splatoon 3. This game is scheduled to launch in 2022, so it'll be a while. We hope you'll stay tuned for more information at a later time. Ist ja okay. Today, we showed you a sampling of games coming to Nintendo Switch. A sampling of games, das war aber sehr viele Spiele. And we look forward to sharing more news with you in the future. That's all for today's Nintendo Direct. Okay, also macht ihr weiterhin Nintendo Directs dann. Okay, arigato gozaimasu, dankeschön, das war cool. Okay. Und ist zu Ende, ne? Ah, ja, ist tatsächlich zu Ende. Jo! Ja, da ja, seht ihr schon im Hintergrund, thank you for watching. Oh boy, das war was, ne? Das war aber ein ziemlich langes Nintendo Direct. Boah, was die da alles gezeigt haben, meine Güte. Krass, also. Also das Highlight für mich war ja natürlich Skyward Sword HD, ist ja klar. Das ist ein riesen Zelda-Fan, ist das natürlich das größte Highlight aller Zeiten, okay. Mal schauen, vielleicht lassen die, überraschen die uns noch mit ein paar weiteren Zelda-News in den kommenden Tagen. Ist ein bisschen ärgerlich, weil ich bin aktuell in der Klausurphase, deswegen, ja, kommt ja auch die, in letzter Zeit auch nicht so viele Videos. Ja, naja, aber mal gucken, ne? Wer hätte das gedacht? Skyward Sword HD, endlich mal. Mein zweiter Lieblings-Zelda-Spiel, endlich mal in HD, das wieder zu spielen. Das ist ja cool. Ich weiß nicht, ob ich das dann komplett durchspielen wieder, weil ich habe es ja 100% auf der Wii durchgespielt, ne? Ob ich das mir nochmal antue. Naja, ich will es mir auf jeden Fall holen, ist ja klar. Ob ich das nochmal komplett durchspiele? Vielleicht ein bisschen, ne? Mal gucken. Also ich finde es cool, dass die extra neuen Controller sogar gegeben haben, richtig geil. Also die Joy-Cons, richtig coolen Style und so. Finde ich voll geil. Ja, richtig cool. Ich weiß, ihr habt ja gesehen, Eiji Aonuma hat ja auch erwähnt, so, ja, ein paar Elemente von Skyward Sword hat man auch in Breath of the Wild reingetan, ne? Das stimmt ja, diesen Gleiter halt, ne? Das ist ja von Skyward Sword ursprünglich, oder halt das Klettern an sich, was eigentlich ursprünglich in Twilight Princess war, ne? Wenn ich ganz, nee, nicht in Twilight Princess, in Ocarina of Time sogar war das halt, ne? Das mit Stamina war halt in Skyward Sword zum allerersten Mal, ne? Ja, nur halt, weißt du, damals war das ja noch, hat es ja Sinn gemacht, ne? Hin und her zu klettern mit dem Stamina, weil du kletterst ja nicht einfach so an Wänden, das ist ja, bist ja nicht blöd genug, du kletterst ja an diesen ganzen Vines und so, und in Breath of the Wild kannst du ja hin und her überall klettern, ohne irgendwas vorher als Item zu holen oder sowas, weiß ich nicht, ist nicht so schön. Ich meine, für Exploration ist es halt okay, aber sonst, ja, keine Ahnung. Ja, mit dem Sequel habt ihr ja gehört, anscheinend am Ende des Jahres werden die noch was veröffentlichen oder so dazu. Aber anscheinend läuft es halt. Hatte gehofft, dass sie irgendwie neues Zelda-Spiel nach dem Sequel zeigen, weißt du? Weil ich würde ja gerne wieder neue, normale Zelda-Spiele sehen und nicht alles im Breath of the Wild-Style. Oh, naja. Okay, zum 35. Jubiläum immerhin Skyward Sword HD. Ich hoffe, das wird nicht das einzige sein, ne? Das, sonst wäre es ein bisschen, ich will nicht sagen enttäuschend, aber schade. Ja, und ja, dann will ich sagen, beende ich auch jetzt hier die Aufnahme. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine lieben Bros und Sins. Saßen wir aber echt lange hier dran. Ja, für Super Smash Bros. Haben die ja Mythra und Pyro gezeigt, richtig krass. Ich bin jetzt kein riesen Xenoblade Chronicles 2 Fan, aber für alle Fans, na, bitteschön, was geht, voll cool. Ein sehr interessantes Moveset und ich fand's voll geil, wie die Breath of Wild Link voll zerstört haben. Fand ich voll geil, richtig cool. Ja. Und ja, dann, ich glaube, das war es eigentlich auch von Highlights, ne? Ich glaube, vielleicht ein neues Mario Golf Game haben die ja gezeigt, ne? Und in Animal Crossing gab es da Mario Game. Der Rest war halt so Filler Games halt, ne? Ja. Und Splatoon 3 natürlich, Highlight für einige Splatoon-Fans, ne? Ich finde es halt auch okay. Ja.
Nun denn, dann vielen Dank fürs Zuschauen, meine lieben Bros und Cousins. Das war Nintendo Direct. Ich kann es auch nicht glauben, dass die wieder damit starten, nach so vielen Monaten, sagen wir es mal so, nicht Jahren. Ja, und ja, ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Mal, wann auch immer das wird. Ich habe ja gerade aktuell Klausurphase, deswegen ist es ein bisschen schwer. Habe ja übrigens auch einen neuen PC mir angeschafft. Deswegen, ja, ist jetzt ein bisschen, ich weiß nicht, ob man das jetzt gemerkt hat. Ich gucke immer dahin, weil da ist jetzt Kamera und hier ist das Video und so, ne? Da ist flüssiger, alles läuft und so. Naja, gut. Dann vielen Dank fürs Zuschauen, meine lieben Bros und Cousins. Haut rein, stay awesome. Bis zum nächsten Mal. Das war euer Link. Ciao!